So, Ergänzung zu der Geschichte. Liebe Weltenretter, liebe Freunde der hohen moralischen und moralinen Kunst, könntet ihr bitte damit aufhören, immer Behinderte, in diesem Fall Autisten zum Beispiel, oder Autistinnen oder Autist, Gender-Sternchen, unvermeidliches Innen. Könnt ihr bitte damit aufhören, die für eure Zwecke zu missbrauchen, für eure tollen Pläne so vorzuschieben? Ach, und was euch jungen Leute betrifft, die ihr da jetzt jeden Freitag Schule schwänzt, gut, außer morgen ist ja kein Freitag, da ist ja eh frei. Könnt ihr bitte aufhören, euch ausnutzen und einspannen zu lassen für den letzten Dreck, für diese scheiß Drecksideologie, die ein bisschen irgendwie so einen wahnhaften, sektenartigen Touch hat, sowas Kultisches, sowas irgendwie total behämmert. Das könnt ihr jetzt einfach, das ist ja verrückt. Das ist jetzt auch gut, ne? Wir haben es jetzt, ich finde, wir haben den Zenit des Ganzen überschritten. Jetzt können wir mal alle wieder ein bisschen scheiße nochmal erwachsen werden. Meine Fresse, ey. Das ist nicht lustig. Jetzt haben wir genug diese Kindereien gehabt die ganze Zeit. Jetzt haben wir hier groß die Herrschaften gehypt da um die alte Greta Fotzer da. Jetzt können wir mal wirklich zack aus jetzt. Get real, werdet jetzt realistisch, werdet vernünftig. Lasst uns wieder ein bisschen der Vernunft und Besonnenheit ein bisschen Vorschub leisten. Beenden wir die Hysterie. Hören wir auf, uns gegenseitig zu beschuldigen und so ein Scheiß alles. Hört auf, jetzt so zu tun, als stünde die Welt direkt vorm Untergang. Ich kann diesen ganzen Scheißdreck nicht mehr hören. Ich meine, Panik hält sich auch so in Grenzen. Ich meine, gut, nicht, dass ich nicht ausschließen würde, dass eine Islamisierung ziemlich unangenehm für Europa wäre und für unsere Freiheiten und so weiter, die ja jetzt schon beschnitten werden. Ich sage ja nicht, dass es ungute Entwicklungen gibt. Nur, sagen wir mal so, der Weltuntergang liegt wahrscheinlich noch in weiter Ferne. Vielleicht kommt er irgendwann durch eine Naturkatastrophe oder durch irgendwie, was weiß ich, wenn die Sonne da in angeblich 5 Milliarden Jahren, vielleicht aber auch schon eher da, sich dann erst aufbläht, alles andere verbrennt und im Sonnensystem und dann zu einem kleinen, süßen, weißen Zwerg wird oder so. Alles total super und so. Aber bis dahin können wir dann erstmal wieder normal werden. Komm, ey. Ich meine, als ob der islamische Wahnsinn nicht schon genügen würde. Als ob wir nicht schon genug Messerstecher hätten. Als ob wir nicht genug Probleme auch hätten mit Altersarmut, mit überhaupt mit beschissenen, prekären Jobs, mit schlechten Löhnen, mit weiterer Massenzuwanderung aus radikal islamischen Ländern. Als hätten wir nicht genug Probleme da mit diesen Kulturschocks und mit diesen Mentalitätsunterschieden, die ja, uns über kurz oder lang sozusagen zerreiben. Komm, ist gut jetzt, ne? Meine Güte, ey. Ach, und wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch mit diesem Gender-Schwachsinn aufhören. Ist doch jetzt scheißegal, mein Gott, nochmal. Von mir aus fickt euch da alle gegenseitig mit euren 77.000 Geschlechtern. Mir doch, wirklich, geht mir am Arsch vorbei. Jetzt wirklich einfach wieder normal werden. So, es gibt Mann, es gibt Frau, fertig, aus, sitzt. Naja, hab ich das gut gesagt? Amen.